Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich darüber sprechen, wie es ist, mit einem Empathen in einer Beziehung zu sein. Wenn du es nämlich mit einem Empathen zu tun hast, dann gibt es einige Punkte, die dieser Mensch innerhalb einer Beziehung unbedingt braucht, um sich in dieser auch wirklich wohlzufühlen und emotional gesund zu bleiben. Und ich verspreche dir wirklich zu 1000%, dass wenn du auf diese Art, auf den Empathen eingehst, du auf jeden Fall auch davon profitieren wirst und du so viel Schönes vom Empathen innerhalb der Beziehung zurückbekommen wirst. Und um eines gleich mal festzuhalten, Empath zu sein ist keine Krankheit oder irgendeine Diagnose. Das ist einfach eine Eigenschaft, mit der man auf die Welt kommt, so wie mit braunen Haaren halt einfach auch. Für alle Beziehungen in unserem Leben gilt generell, dass wir herausfinden müssen, wer unser Partner ist. Und wenn wir das herausgefunden haben und dann für uns beschlossen haben, dass wir trotzdem mit diesem Menschen zusammenbleiben wollen, dann müssen wir diesen Menschen für das, was er ist, auch wirklich zu 100% respektieren, akzeptieren und auch wertschätzen. Das ist nämlich die Grundlage einer jeden glücklichen und zufriedenen und harmonischen Beziehung. Und wenn du das aber nicht kannst, dann bist du auch nicht in der Lage, mit deinem Partner offen und ehrlich zu reden, und du wirst auch nicht loyal sein und du wirst zudem absolut keine Lust haben, an der Beziehung zu arbeiten, um sie mit der Zeit halt zu verbessern. Du machst es dann nicht, weil du deinen Partner als Menschen nicht wertschätzt und es dir die Mühe auch gar nicht wert ist. Wenn du jetzt also herausfindest, dass dein Partner ein Empath ist, dann gibt es einige Punkte, auf die du auf jeden Fall achten musst, damit sich dein Partner oder deine Partnerin in dieser Beziehung wohlfühlt und diese Punkte auch wirklich braucht, um glücklich und gesund zu sein und sich in zwischenmenschlichen Beziehungen halt auch einfach wohlzufühlen. Und das Erste, was ein Empath unbedingt, also so richtig zwingend braucht, ist Zeit für sich alleine. Und sie brauchen diese Zeit, um den inneren Druck abzubauen, der sich über die Zeit im Empathen einfach anstaut, wenn sie viel mit anderen Menschen zusammen sind. Empathen sind nämlich Meister darin, sowohl ihre eigenen Gefühle sehr, sehr, sehr intensiv zu fühlen, als auch die Gefühle aller anderen Menschen. Und mit der Zeit können all diese Gefühle einfach so einen starken inneren Druck im Empathen auslösen, sodass er sich extrem überfordert und überwältigt und so richtig ohnmächtig fühlt. Wenn sie beispielsweise den ganzen Tag unterwegs sind, weil sie zum Beispiel auf der Uni sind oder den ganzen Tag auf der Arbeit sind oder wenn sie sich den ganzen Tag mit Freunden getroffen haben und deshalb auch den ganzen Tag mit fremden Energien umgeben waren und viele laute Geräusche gehört haben und unfassbar viele Informationen auf sie eingeprasselt sind, die sie aber in ihrem Kopf einfach nicht filtern können, dann müssen sie danach erstmal eine Zeit lang für sich alleine sein, um halt sich selbst wieder fühlen zu können und um in sich selbst ankommen zu können. Weil damit bauen sie halt einfach diesen inneren Druck, der sich da aufgebaut hat, wieder ab und ja, sie fühlen sich dann halt einfach wieder wohl. Das Problem bei der ganzen Sache ist aber jetzt, dass sich die Partner von Empathen oft zurückgewiesen fühlen, wenn der Empath diese Zeit für sich alleine beansprucht. Und diese Partner werden dann leider auch sehr, sehr oft sehr traurig und wütend und lassen diese Trauer und diese Wut auch am Empathen aus, was aber dazu führt, dass er noch mehr Druck in sich fühlt und ja, dann überhaupt nicht mehr weiß, was er machen soll und emotional halt wirklich ausgelaugt wird. Und wenn der Partner von meinem Partner jetzt zudem auch noch eine, also selbst mit co-abhängigen Tendenzen zu tun hat oder generell eine sehr unsichere Person ist, dann kommt er mit diesem Rückzugsverhalten des Empathen gar nicht klar und nimmt das direkt persönlich. Und sie können nicht sehen, dass der Empath dieser Zeit für sich alleine aber halt wirklich zwingend braucht, um sich selbst halt einfach wieder spüren zu können. Sie sehen dann einfach nicht, dass das absolut nichts mit ihnen zu tun hat und dass es einfach überhaupt nichts Persönliches ist. Wenn du jetzt also der Partner oder die Partnerin von einem Empathen bist und das halt eben auch bleiben willst, dann musst du halt einfach akzeptieren, dass dieser Mensch hin und wieder Zeit für sich alleine braucht, um ein Bad zu nehmen oder zu meditieren oder alleine spazieren zu gehen oder sich halt einfach auf die Couch zu legen und für ein paar Stunden die Wand anzustarren, einfach nur,
um die Ruhe zu genießen und sich halt wieder fühlen zu können. Das nächste ist, dass Empathen von Streits, Diskussionen oder so Auseinandersetzungen sehr, sehr, sehr schnell überfordert sind. Und das wird vor allem dann zum Problem, wenn der Gegenpart, also der Gesprächspartner des Empathen, eine sehr dominante Person ist. Sie sind, also die Empathen sind von der Energie, die dieser dominante Part ausstrahlt, so überwältigt, dass sie gar nicht wissen, wie sie mit dieser Situation jetzt am besten umgehen können. Und selbst wenn Empathen wissen, wie sie am besten mit so unangenehmen Situationen umgehen können, dann bin ich mir doch recht sicher, dass sie von solcher Situationen einfach unfassbar überfordert sind und extrem angestrengt sind und es sie emotional einfach unfassbar auslaugt. In solchen Momenten müssen Empathen wirklich so einen Schritt zurückgehen und in Ruhe herausfinden, was sie eigentlich haben wollen und was eigentlich gerade passiert ist und wie sie ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse am besten kommunizieren können. Und Empathen brauchen halt wirklich unbedingt Ruhe, um in sich hineinhören zu können, um herauszufinden, was sie halt eben brauchen und was sie wollen und wo ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse liegen. Weil andernfalls werden ihre Wünsche und Bedürfnisse durch die ihres Gesprächspartners einfach übertönt. Weil, erinnern wir uns auch mal daran, Empathen können halt wirklich die Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen unfassbar stark spüren. Und weil sie halt eben Empathen sind, wollen sie auch, dass es jedem gut geht. Nur leider vernachlässigen sie dann viel zu oft ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse und das macht sie irgendwann mal krank. Und als Partner eines Empathen kannst du ihm jetzt dabei helfen, durch diese unangenehmen Situationen zu kommen, indem du ihm während eines Streits oder einer Diskussion sagst so, okay, stopp, nehmen wir uns mal so ein paar Minuten Zeit oder vielleicht auch ein paar Stunden und gehen mal ein bisschen auseinander, kommen wieder bei uns an und dann kommen wir wieder zusammen und führen diese Diskussion oder diesen Streit weiter. Weil Empathen merken in so unangenehmen Situationen oder Streits gar nicht, dass sie eigentlich gerade Zeit bräuchten, um sich halt eben wieder selbst zu finden und auf eine gesunde Art und Weise in diesem Streit halt eben weiterzumachen. Wenn du ihnen jetzt aber dabei hilfst, genau das zu erkennen und dem Empathen das Gefühl gibst, dass es vollkommen okay ist, sich während eines Streits auch mal zurückzuziehen, um wieder bei sich selbst anzukommen und locker zu werden. Und wenn du das machst, obwohl du eigentlich ja noch stundenlang weiter streiten hättest können, dann ist das wirklich der Liebesbeweis schlechthin. Also das ist das Schönste, was man einem Empathen einfach schenken kann. Das nächste, was du in einer Beziehung mit einem Empathen einfach verstehen und vor allem akzeptieren musst, ist, dass Empathen nicht immer wie die sozialsten Menschen wirken oder vielleicht auch nicht wirklich die sozialsten Menschen sind. Sie können auf jeden Fall sozial sein. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Empathen introvertiert sind und nur zu Hause hocken und sich verstecken oder so irgendwie. Also das ist absolut nicht so. Der Punkt ist einfach, dass Empathen nicht ewig sozial sein können. Empathen können Partys oder so soziale Events zwar auch mögen oder lustig finden oder sogar vielleicht lieben, aber weil es dort meistens sehr, sehr laut ist und viele unterschiedliche Menschen mit dem Empathen sprechen wollen und generell unfassbar viel fremde Energie herumfliegt, die der Empath halt eben auch aufsaugt wie ein Schwamm, muss der Empath erkennen, wann seine Zeit auf dieser Party oder auf diesem sozialen Event einfach abgelaufen ist. Sie müssen diesen kritischen Punkt wirklich erkennen können und die Party oder das soziale Event dann auch wirklich verlassen, damit ihnen diese Party oder das soziale Event auch wirklich als positive Erinnerung im Gedächtnis bleibt und nicht als eine Situation, die sie total überfordert und ausgelaugt und ja fertig gemacht hat. Empathen müssen deshalb auch lernen, sehr, sehr, sehr ehrlich zu sich selbst und ihrem Partner zu sein und nicht zu lange in einer überwältigenden und überfordernden Situation zu bleiben, auch wenn sie das eigentlich selbst so gerne tun würden, weil es halt einfach gerade lustig oder spaßig oder ja einfach eine gute Zeit ist. Aber deshalb braucht der Empath halt dann auch eben einen Partner, der nicht jedes Mal direkt traurig oder wütend oder beleidigt ist, wenn die Zeit des Empathen halt
leider abgelaufen ist und er diese Party oder dieses soziale Event halt jetzt einfach verlassen muss, um sich halt wieder selbst spüren zu können. Für einen Paten können lustige und spaßige Situationen einfach sehr, sehr, sehr schnell sehr unangenehme Situationen werden. Und natürlich ist das alles aber ein Kompromiss. Und ich kann mich an eine Beziehung von mir erinnern, in der ich mich in soziale Events und Partys gestürzt habe, obwohl ich ganz genau wusste, dass mich diese Art von Party oder diese Art von sozialem Event schon nach sehr kurzer Zeit massiv überfordert. Und ich habe mich trotzdem in diese Party oder in dieses soziale Event geschmissen, weil ich halt eben wusste, dass mein Partner diese Partys und diese Events halt liebt und sich auch unfassbar wohl dabei fühlt und eine richtig gute Zeit dort hat. Und ich will ja auch zu Kompromissen bereit sein und ich will ja auch, dass mein Partner eine gute Zeit hat. Aber dann gab es in dieser Beziehung halt auch leider Situationen, in denen ich es absolut nicht mehr ausgehalten habe, weil ich unfassbar überfordert war und so viele fremde Menschen da waren mit unfassbar krassen Energien und auch leider sehr, sehr negativen Energien, die ich halt ganz genau gefühlt habe, weswegen mein Energielevel halt eben auch sehr schnell runtergegangen ist. Und als ich dann aber meinem Partner gesagt habe, dass ich jetzt gerne gehen würde, wurde ich halt einfach als sozial inkompetent oder neurotisch oder schwierig bezeichnet, einfach nur aufgrund der Tatsache, weil ich halt eben so bin, wie ich bin. Achtet also wirklich immer darauf, wie ihr euch in einer Beziehung fühlt, weil in einer gesunden und glücklichen Beziehung solltest du dich immer verstanden und vor allem immer respektiert fühlen, selbst wenn dein Partner oder deine Partnerin nicht immer alles mag, was du machst oder brauchst. Du musst auf jeden Fall immer wertgeschätzt werden und zwar genau so, wie du bist. Und ich rate dir auch, erst gar keinen Partner zu wollen, der auf einer Party oder einem sozialen Event super glücklich und happy und ausgelassen sein kann, wenn er ganz genau sieht, dass es dir überhaupt nicht gut geht, du unfassbar überfordert bist und ja eigentlich gerade nur sterben möchtest. Da haben wir nämlich dann wieder das Thema mit der Empathie und Empathie ist wirklich so super wichtig, um eine gesunde und glückliche Beziehung führen zu können und eine Fähigkeit, die ein Narzisst auf gar keinen Fall hat, was dann wiederum eine riesengroße rote Flagge ist. Aber wie gesagt, das alles ist halt eben ein Kompromiss und es wird Zeiten geben, in denen der Empath aus sich herauskommen muss und ein bisschen länger in sozialen Situationen bleiben muss, um halt einfach für seinen Partner da zu sein. Und auf der anderen Seite muss es dann halt eben auch Zeiten geben, in denen der Partner des Empathen ihm das halt eben auch zurückgibt und mit ihm die Party oder das soziale Event vielleicht schon etwas eher verlässt, obwohl er eigentlich noch stundenlang aushalten hätte können. Und er muss das tun, ohne dem Empathen halt einfach das Gefühl zu geben, deshalb irgendwie schlecht oder nervig oder unangenehm zu sein. Wenn man es mit einem Empathen zu tun hat, dann ist es halt einfach unfassbar wichtig zu verstehen und zu akzeptieren, dass es diesem Menschen einfach unfassbar leicht fällt, fremde Energien aufzunehmen. Und das bedeutet auch, dass wenn du dich mal niedergeschlagen oder traurig oder frustriert oder was auch immer fühlst, du auf jeden Fall davon ausgehen kannst, dass es deinen Empathen auch irre hart trifft. Also der fühlt dann auch deine Gefühle vermutlich sogar viel, viel intensiver, als du sie eigentlich fühlst. Und das bedeutet jetzt nicht, dass du in Gegenwart eines Empathen jetzt immer glücklich sein musst und niemals negative Gefühle haben darfst. Es geht einfach darum zu verstehen, dass deine Gefühle den Empathen auf jeden Fall auch beeinflussen und dass du ihn dafür respektierst und wertschätzt. Auf der anderen Seite ist die Fähigkeit des Empathen, so intensiv und tief fühlen zu können, auch etwas Wunderschönes. Es ist so wunderschön, weil Empathen genau deshalb halt auch in der Lage sind, extrem, extrem, extrem liebevoll und fürsorglich zu sein. Und selbst wenn es manchmal schwer ist, mit einem Empathen eine Beziehung zu führen, weil ihn äußere Umstände halt einfach so unfassbar stark beeinflussen und sie sich oft ausgelaugt und müde fühlen und die Zeit für sich brauchen, so kann man in einer Beziehung mit einem Empathen aber auch zu 100% davon ausgehen, dass wenn sie einmal lieben, sie extrem tief lieben und super loyal sind und unfassbar liebevoll und fürsorglich mit dir umgehen. Was der Empath braucht, um sich innerhalb der Beziehung aber auch wohl zu fühlen, ist eine sehr, sehr starke Person mit einem sicheren Bindungsverhalten.
Und das braucht er Empath, weil er hin und wieder selbst sehr stark an sich selbst zweifelt und so mit sich und dem Leben ein bisschen hadert. Es ist nämlich anstrengend, permanent in jeder sozialen Situation extrem ausgelaugt und überfordert zu sein. Empathen wünschen sich hin und wieder selbst etwas länger in so sozialen Situationen oder etwas länger auf Partys bleiben zu können. Und sie wünschen sich nicht ständig so überfordert zu sein. Und weil sie das aber halt einfach nicht können, weil sie halt einfach nicht so sind, fühlen sie sich halt manchmal selbst sehr anstrengend und nervig und sie fühlen sich auch seltsam. Und sie wissen, dass es in einigen Situationen halt einfach für sie selbst und für alle anderen halt auch viel, viel, viel einfacher wäre, wenn sie jetzt nicht so wären, wie sie halt einfach sind. Und dieses Wissen macht sie halt eben von Zeit zu Zeit wirklich sehr, sehr traurig und auch depressiv. Der Partner von einem Empathen muss deshalb in der Lage sein, den Empathen in solchen Phasen aufzufangen und ihn daran zu erinnern, wie schön es eigentlich auch sein kann, ein Empath zu sein, weil es ja auch wirklich viele, viele, viele schöne Sachen am Empathendasein gibt. Und wir als Gesellschaft brauchen Empathen auch, weil das sind die Ärzte, das sind die Psychotherapeuten, das sind die Coaches, das sind die Kindergartenpädagogen, das sind die Sozialarbeiter und so weiter. Und natürlich gibt es auch in diesen Berufsgruppen schwarze Schafe, aber die gibt's halt einfach immer und überall. Aber Empathen sind auf jeden Fall die Menschen, die sich um andere Menschen kümmern. Und wir müssen sie für das, was sie für uns tun, wirklich wertschätzen. Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat, euren Empathen ein bisschen besser zu verstehen und in Zukunft vielleicht auch ein bisschen besser auf ihn eingehen zu können, damit ihr beide am Ende halt wirklich eine schöne, glückliche und harmonische Beziehung haben könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt und ansonsten sehen wir uns in einem weiteren Video wieder. Tschüss!